Ja, hallo zusammen. Wir sind hier Ingo und Willem von Unna Bad Eis. Wir stehen hier direkt vor der Eissporthalle Unna. Da gibt es ja am 15. Mai den Bürgerentscheid. Und wir wollen euch jetzt wirklich mal zeigen, was tatsächlich gemacht werden muss an Sanierungskosten. Es kursieren ja die wildesten Zahlen. Genau, wir haben zu dem Zweck auch einen Architekt gewinnen können, einen, der sich auch wirklich mit Eishallen auskennt. Und der wird uns jetzt erläutern, was im Detail gemacht werden muss, was das vielleicht auch kostet und warum wir zu anderen Zahlen als die Stadt kommen, die mit 12, 14 Millionen operiert. Das wird ja stündlich mehr. Und ja, wir nehmen euch jetzt mal mit in die Halle und dann gucken wir mal, was da gemacht werden muss. Mein Name ist Yves Netz. Ich arbeite in Köln als Bauträger und betreibe ein Architekturbüro, was unter anderem auch Sanierungen von Gebäuden und Hallen durchführt. Da wir als Bauträger immer angehalten sind, für die eigene Erstellung auch oft sehr auf die Kosten zu achten, gehen wir damit auch sehr pragmatisch dann vor, wenn wir solche Sanierungen vor uns haben. Der Eingangsbereich und das Bistro nicht bearbeitet werden muss. Ebenso muss keine Räumlichkeit verändert werden, was in den Kalkulationen der Stadt aber vorgesehen war. Wir beziehen uns einfach auf den Ist-Zustand und sagen, was muss dort wirklich verändert werden. Eingangsbereich und Bistro kein Problem, verursacht kaum Kosten. Die Hauptkosten liegen in der Halle, die Eisfläche, die Verkleinerung der Fläche, die Fensterschließung und eine Wanderstellung, um die Fläche eben so zu verkleinern. Und die Klimatechnik. Wenn man das zusammenfasst in groben Gewerken, kann man sagen, für diesen Dachbereich muss man für die Hülle 275.000 Euro ausgeben. Angebot liegt vor. Für die Wände und Türen muss man ungefähr 160.000 Euro ausgeben. Angebot liegt vor. Für die innere Ausstattung von Spinden und so weiter auch nochmal 100.000 Euro. Sanitär 130.000 Euro. Um kleinere Rohbau- und Sanierungsarbeiten 120.000 Euro. Und der wesentliche Teil ist dann eben aber die Klimatechnik mit 625.000 Euro. Heizung 80.000 Euro. Strom 150.000 Euro. Beleuchtung 95.000 Euro und die Eisfläche als solche, hierüber liegt auch eben ein Angebot vor, sind 710.000, beide Eisflächen inklusive Bande in fix und fertiger Arbeit. Wenn man diese Zahlen grob addiert, sieht man, dass man unsere Schätzsumme von knapp 3 Millionen erreicht. Hierzu haben wir dann noch addiert rund 350.000 Euro und Vorhergesehenes, sodass wir der Meinung sind, dass wir eine Summe von ungefähr 3,6 Millionen plus Mehrwertsteuer erreichen würden. Dies ist durch die Kostensteigerung des letzten Jahres wahrscheinlich um ca. 10% höher als mit der Stand im Juni letzten Jahres war. Man kann aber sagen, wenn man wirklich den Ist-Zustand lässt und nicht verändert, dann ist die Herstellung eben für diesen Preis möglich. Es gibt für Sanierungen von Eishallen spezielle Gelder, Fördermittel durch Bund und Land, die circa jetzt genannten 4,3 Millionen brutto, wenn der mit Steigerung maximal 5 bei GU, stark gefördert werden können. Ja, wir hoffen, dass euch unser kleiner Rundgang gefallen hat, dass ihr so ein bisschen mitbekommen habt, dass hier doch nicht so viel Geld investiert werden muss und vor allem, dass die Halle nicht so kaputt ist, wie sie kaputt geredet wird.
Wir hätten euch normalerweise jetzt gerne noch die Büros gezeigt, die sich im Eingangsbereich befinden. Das geht aber nicht, weil da das Corona-Testzentrum drin ist aktuell. Die Büros sind dazu da, um ja, die Betreiber der Halle, den Geschäftsführer und so weiter zu beherbergen. In dem Zusammenhang würde ich ganz gerne noch eine Information für euch loswerden. Es ist ja so, dass jährliche Kosten für den Betrieb der Halle seitens der Stadt in Anschlag gebracht werden in Höhe von ungefähr 1 Million oder sogar darüber. Das ist natürlich völliger Unsinn, weil unser Bürgerbegehren ausdrücklich vorsieht, dass der Betrieb der Halle durch einen privaten Pächter erfolgen muss. Und wenn ein privater Pächter die Halle betreibt, ist es schon denklogisch gar nicht möglich, dass für die Stadt da Betriebskosten anfallen. Also bitte an der Stelle aufpassen, nicht vereimern lassen. Und ja, das soll es mal von uns gewesen sein. Wir hoffen, dass wir auf eure Stimme beim Bürgerentscheid zählen können. Und ich sage bis bald.